Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mountains of Alaska. Beim letzten Mal haben wir diese Lagune direkt am Berghang gebaut. Und die fünf Arten Borosaurus, die dort drin leben, haben auch wieder tolle Namensvorschläge von euch in den Kommentaren bekommen. Und jetzt geht's auch wieder direkt weiter mit dem Bau von dem nächsten Bereich für den Park. Dafür bereite ich natürlich wieder das Ganze erstmal ein wenig vor mit ja, Wald entfernen und das Terrain von der Höhe ein bisschen anpassen. Und jetzt zeichne ich schon mal den Wegverlauf ein, der dann um ein Gehege führen soll. Auch hier will ich das Ganze natürlich wieder mit vielen Höhenunterschieden machen. Das ist ja das, was so den Park so ein bisschen ausmacht und was den Park auch ja, dementsprechend schwierig macht, weil Höhenunterschiede, gerade bei Wegen und sowas, sind immer ein bisschen schwieriger zu machen. Aber wenn man da erstmal so ein bisschen die Technik raus hat, geht es eigentlich einigermaßen. Ihr seht das jetzt gerade ja ganz gut, wenn man einen gut geglätteten Weg haben will, muss man das halt so stufenweise anpassen, das Terrain, und dann einfach das Ganze überglätten. Und wenn der Weg dann so ist, wie ihr ihn haben wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall immer zu speichern. Denn falls ihr jetzt einen Fehler machen solltet beim Anpassen des Restterrains, dann könnt ihr natürlich schnell den Weg zerstören und dann ist es wieder schwierig, den halt ja wieder in die Ursprungsform, wie er dann sein soll, hinzubekommen. Und da es keine Rückgängigfunktion bei Jurassic World Evolution 2 gibt, ist es halt immer empfehlenswert, gerade bei solchen Arbeiten mit Höhenunterschieden immer mal zwischenzuspeichern. Weil ich muss jetzt hier wirklich vorsichtig sein, dass ich den Weg mit dem Terrain-Tool nicht weiter ja irgendwie berühre oder zerstöre. Weil ansonsten muss ich halt alles rückgängig machen. Und jetzt kann man schon wieder ganz gut sehen, wie viele verschiedene Höhenunterschiede ich in dem Gehege habe. Und der Weg schlängelt sich dann halt schön von oben nach unten an dem Gehege entlang. Das sieht dann immer ganz schön aus am Ende. Und wenn man unten angekommen ist, da habe ich mir überlegt, dass ich da nochmal so eine Lagune versenke. Einfach damit wir diese coole Betonmauer da wieder haben. Diese muss ich natürlich dann auch wieder ein bisschen verstecken in dem Terrain. Und dann auch wieder schön den Übergang machen zu dem Weg hier. Und dann zeichne ich auch schon einen Zaun an dem Weg entlang. Auch wieder einen, der nicht ganz so hoch ist, damit die Gäste dort auch vernünftig noch rüber gucken können. Und oben plane ich dann schon mal einen Tunneleingang. Der soll dann später noch zu so Aussichtsplattformen direkt im Gehege führen. Und natürlich dürfen auch Aussichtstürme nicht fehlen. Da bin ich meinem Stil treu geblieben, dass ich immer so zwei nebeneinander platziere. Jetzt musste natürlich das Ganze auch noch vernünftig mit Wegen verbunden werden. Da habe ich mir überlegt, dass ich so eine etwas größere Wegfläche mache, damit wir dort auch noch das ein oder andere Dekoobjekt unterbringen können, wie zum Beispiel Springbrunnen oder ein paar Sitzmöglichkeiten für die Gäste. An der Seite zu dem Berg habe ich dann auch nochmal einen kleinen Zaun eingezeichnet, aber nur so einen ja, kleinen Holzzaun. Und dann natürlich auch noch das Terrain hier ein bisschen hügeliger gestaltet und auch angepinselt und auch noch den ein oder anderen Felsen und Bäume platziert.
Dann ging es schon direkt zum nächsten Bereich. Dort habe ich eine Beobachtungsgalerie platziert. Und ein kleines Hotel mit einer kleinen Wegfläche davor noch. Und daneben auch nochmal ein größeres Hotel. Da habe ich die Wegfläche genau identisch gestaltet. Da kommt später auch noch was drauf auf die Wegfläche. Dann habe ich den Zaun wieder weitergezogen. Und auch hier oben wieder ein Holzzaun entlang des Weges geführt. Und jetzt habe ich hier wieder viel mit dem Terrain-Tool gearbeitet und den Berg ein wenig von der Form angepasst. Ich habe übrigens auch nochmal ganz oben die Bergspitze ein wenig verändert. Das hatte ich jetzt nicht auf Aufnahme, aber die sah von der einen Seite so ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Ich habe es auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen korrigiert. Das werdet ihr aber später dann bestimmt auch noch sehen, wenn wir eine Parktour machen. Dann zeige ich euch das nochmal. Aber jetzt kommen hier natürlich wieder viele Felsen hin. Der ein oder andere Busch. Und gleich auch noch einige Bäume. Und dann ging es jetzt schon an den unteren Bereich bei der Betonmauer. Da habe ich einen Schutzraum platziert, nochmal einen Aussichtsturm und auch noch zwei Besucherläden. Auch hier habe ich dann natürlich noch die Wegfläche ausgeschmückt. Und in dem unteren Bereich habe ich mich für einen etwas größeren Zaun entschieden. Da fand ich es auch cool, dass der halt so ein bisschen Rot mit drin hat. Und jetzt kamen natürlich auch noch auf die Wegflächen vor den Hotels ein paar Sitzmöglichkeiten für die Besucher. Und auch im unteren Bereich durften Sitzmöglichkeiten nicht fehlen. Dann kommen wir jetzt endlich zu dem Gehege, weil den Drumherum-Bereich haben wir jetzt ja so gut wie fertig. Als allererstes habe ich da erstmal zwei schöne Orte für diese Besuchergalerien ausgesucht, die halt direkt im Gehege sind. Und dann habe ich angefangen, direkt viele, viele Felsen einzuzeichnen. Und auch wieder so ein Holzzaun an den Klippen, damit die Dinosaurier dort nicht runterfallen. Das muss ich natürlich jetzt auf allen Ebenen machen, damit das alles schön gleichmäßig aussieht. Und dann habe ich das Ganze schon mal ein bisschen mit dem Terrainpinsel übergepinselt. Die Flächen, wo die Dinosaurier dann drauf laufen können,
habe ich erstmal mit einem Graston so eine Grundierung quasi gegeben und dann natürlich so ein bisschen Schneeflecken dort mit reingearbeitet. Das habe ich dann auch bei den Klippen an der Seite gemacht. Und noch mehr Felsen. Ich muss auch sagen, dass das Spiel eigentlich gar keine Probleme mehr macht, was Performance angeht. Selbst wenn man richtig viele Objekte verarbeitet in den Parks. Also das ist wirklich richtig gut geworden. In dem oberen Teil des Geheges konnte ich übrigens teilweise den Schnee gar nicht überpinseln. Aber das fand ich gar nicht so verkehrt. Je höher man ist, desto verschneiter kannst du ruhig aussehen. Aber woran das lag, da kann ich nur mutmaßen. Also ich denke mal, das liegt daran, dass ich hier in einem Bereich arbeite, der eigentlich gar nicht zur Map gehört, weil ich ja mit dieser Expanded Parks Mod arbeite, dass ich mehr Baufläche sozusagen habe. Und ich denke mal, das ist dann irgendwie so vorgegeben von der Karte, dass es dort verschneit ist an der Stelle. Und ja, muss ich halt mitarbeiten. Und fand ich jetzt optisch auch nicht so verkehrt, dass es halt oben so ein bisschen verschneiter aussieht. Fand ich eigentlich ganz schön sogar. Und ein bisschen grüner konnte ich es dann auch gestalten mit diesem Buschtool, weil Büsche konnte ich trotzdem noch darüber pinseln. Jetzt habe ich natürlich auch noch an die Ränder so ein paar Bäume platziert. Habe erstmal versucht, mit diesem normalen Pinseltool so viele wie möglich einzuzeichnen. Aber letztendlich ist es dann meistens darauf hinausgelaufen, dass ich dann doch alle Bäume oder die meisten Bäume manuell platziert habe. Das funktioniert halt einfach ein bisschen besser, als wenn man sich auf das Glück verlassen muss. In den unteren Teil des Geheges habe ich dann einen Wasserbereich platziert. Und im oberen Teil habe ich dann ja, Fressmöglichkeiten für die Dinosaurier platziert. Übrigens Fleischfutterspender, das heißt, da kommen Fleischfresser rein in das Gehege. Ich habe mir da halt so ein bisschen gedacht, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn man halt die Dinosaurier ein bisschen dazu zwingt, von oben nach unten zu laufen, indem sie halt oben Futter haben und unten Wasser. Und was ich jetzt mache gerade, ist übrigens einen unsichtbaren Zaun einzeichnen, damit die Dinosaurier nur wirklich an die Stellen gehen oder nur an den Stellen langlaufen, wo ich das auch möchte. Und jetzt landen gerade unsere neuen Bewohner für unser neues Gehege. Das sind 4 Cryolophosaurus. Ich denke mal, die sind sehr passend für so einen kälteren Park. Von den Skins her sollten die auch eigentlich alle relativ gut hier reinpassen. Die haben alle so ein bisschen eine hellere, braunere Hautfarbe. Aber unterscheiden sich dennoch leicht immer. Genau, das sieht man ganz gut hier oben an den am Kopf, dieser Kamm oder was das ist. Der ist hier bei dem zum Beispiel blau. Bei dem hier ist er eher dunkel einfach nur. Und hier müsste auch noch ein 4. sein. Guck mal, die laufen hier schon fleißig hoch. Da ist er nämlich, der 4. Oh, der hat sogar so einen grünen Kamm. Das sieht ja cool aus. Kennt übrigens auch wieder für die 4 Kryos tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Übrigens kann man die wirklich richtig gut in diesem Gehege beobachten. Also das haben wir wirklich mega gut hinbekommen. Weil wir müssen mal gucken, wie viele Möglichkeiten man hat, hier auf das Gehege zu schauen.
Hier sind zwei Aussichtstürme. Hier kann man im Gehege schauen, hier auch. Hier sind dann zwei Hotels. Hier ist nochmal eine Beobachtungsgalerie. Von da oben kann man auch ins Gehege schauen. Und auch von dieser Seite nochmal. Also man hat wirklich hier einen Rundumblick. Und ich finde auch besonders die Höhenunterschiede cool. Wenn man mal von hier unten guckt. Das sind halt schon echt krass viele Höhenunterschiede bis da oben, bis zu dieser Plattform. Das haben wir auch echt gut hinbekommen. Ich bin gespannt, wie das von da oben aussieht aus dem Turm. Wir können eigentlich auch mal direkt in den Turm reingehen, würde ich sagen. Boah, die Aussicht ist ja mega gut. Also man kann wirklich richtig toll das Gehege von hier oben sehen. Ich denke mal, von den anderen Aussichtstürmen geht es dann genauso gut. Also einen viel besseren Blick kann man auf das Gehege gar nicht haben. Hier kann man auch aus dem Pool dann raufschauen. Hier ist dann nochmal die Beobachtungsgalerie. Natürlich kann man auch in diese Dinger hier reingehen. Das geht auch. Und hier unten ist auch nochmal der Turm. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Das ist unser Kryolophosaurus-Gehege. Schreibt gerne Namensvorschläge, wie gesagt, für die Kryos in die Kommentare. Wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.